Wir haben Drehtag 2. Wir sind wieder als Beleuchtercrew dabei. Alter, Rap-Gott. Die besondere Herausforderung heute, abseits davon, dass wir hier kein Internet, kein Telefon, kein Netz, irgendwas haben, ist, dass wir auch keinen Strom hier haben. Sprich, wir werden alles irgendwie mit Reflektoren, Diffusionen und ein bisschen V-Mount und Power machen müssen. Das Wetter ist uns da so halb gesonnen. ist das richtig? Ja, egal. Scheint auf jeden Fall gerade nicht die Sonne, sondern es ist sehr bewölkt. Was insofern gut ist, weil wir krass über den Tag durchdrehen. Sprich, wir haben jetzt nicht irgendwie die krasse Mittagssonne, die von oben die ganze Zeit Raccoon-Eis rausballert, was vor allem für Totalen natürlich echt unschön ist. Aber dafür haben wir auch immer relativ wenig Power, was man zurückbouncen kann. Deswegen kommt heute wahrscheinlich viel Spiegel und Silber zum Einsatz. Will hier ganz viel machen, ist einfach mit einem kleinen Bounce und einer Negative eine Richtung reingehen, weil was man ja ganz oft hat, ist eben so ein Licht von überall. Das kann okay sein, aber es kann auch ziemlich langweilig sein. Und um so ein bisschen diesen Raccoon-Eyes-Look auch zu reduzieren, weil natürlich das Licht hauptsächlich trotzdem von oben kommt und man gerade, wenn man so eine tiefe Augenhöhle hat wie ich, kriegt man schnell diesen schattigen Augen-Look. Das heißt, wir bouncen viel von unten einfach nur, um so ein bisschen was zurückzugeben, ein kleines Eyelight zu kreieren, das hier auch einfach einen richtig geilen, schönen Look erzeugt. Und dann eben noch ein bisschen Negative von einer Seite verstärken, dass man einfach einen Kontrast erzeugt in einem Setting, wo eigentlich kein Kontrast wirklich ist, vor allem kein schöner. Es funktioniert, es ist trotzdem ein bisschen schade irgendwie, dass, ich hatte ehrlich gesagt gehofft, dass die Sonne scheint, ne? Wir hatten jetzt so einen krassen Mai bisher. Und natürlich genau heute ist irgendwie so leicht regnerisch, wolkig. Aber das ist das Wichtigste an der ganzen Nummer, es ist ein konstantes Wetter. Also es ist dauerhaft wolkig. Es variiert irgendwie zwar ein bisschen in der Helligkeit, aber man hat jetzt nicht diesen Wolken-Sonne-Mix. Das ist absolut das Schlimmste, gerade wenn irgendwie im Take sich irgendwas verändert oder sonst irgendwas. Dann hätten wir richtig viel zu tun. So jetzt aktuell ist es wirklich total überschaubar und führt trotzdem zu tollen Ergebnissen. Andere Departments haben andere Arbeitsweisen. Sweet, yep. Lisa, wie ist dein Leben back on set? Sehr, sehr gut. Ja, es ist jetzt ganz spannend, weil wir jetzt einen Tag lang komplett drin gedreht haben und der nächste Tag ist komplett draußen. Da gibt es einfach ganz verschiedene Dinge, auf die man achten muss. Und das ist einfach geil, um wieder reinzukommen. Von daher, alles super. Wir sind ja hier mitten im Ruhrgebiet. Und immer wenn ich irgendeine Location hier sehe, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass Mirko Witzki hier schon ein Musikvideo gedreht hat. Mirko, Hand aufs Herz, hast du hier schon gedreht? Wartet auf mich! Kennt ihr diese ganzen Influencer-Videos, wo man irgendwie in Kapstadt oben auf diesen Berg geht, wo man so auf zwei Ozeane schaut? So ungefähr ist das hier auch. Wir gucken auf zwei Industriegebiete. Ich glaube, es sind eher fünf.
Pause. Wir warten gerade aufs Essen. Deswegen gucken wir uns die Gegend mal ein bisschen an. Tja, Joscha, das wäre jetzt dein Traum gewesen, ne? Traumbesetzt mit fucking Mofas. Wie anstrengend ist es? Aktuell oder insgesamt? Sowohl als das auch. Das Leben oder heute? Die Woche oder der Monat? Wie anstrengend ist es? Jetzt gerade oder wenn wir drehen? Also ich habe jetzt ein Ziel gesetzt heute. Und das war, dass wir irgendwann mal noch eine schöne Spitze setzen. Was bei diesem ganzen weichen Licht hier ein bisschen schwierig ist. Jetzt kommt die Sonne raus. Das macht's einfacher. Aber tatsächlich wäre es mir fast lieber gewesen, die Sonne käme nicht, weil wir hatten gerade den Plan geschmiedet, unsere 600X einmal als schöne Spitze zu benutzen hier in diesem Setting. Aber jetzt mit der kommenden blauen Front wird dieser Plan wahrscheinlich zunichte gemacht. Egal, Spitze, das Ziel, was wir jetzt noch im letzten Setting haben. Jule, bist du hyped? Immer. Lisa, bist du hyped? 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 Nee, sorry. Du hast kurz überlegt, ne? Also manchmal ist unser Job einfach nur quasi ein Stativ zu ersetzen. Ist auch mal gut, das selber zu erleben, weil ich mache das mit meinem Beleuchtern wahrscheinlich fast immer. Heute bin ich mein Human Stand. Hashtag des Tages, Human Stand Life. Das Geile ist, ich bin hier so mit dem sehr harten Licht und habe den Mädels das voll in die Fresse geballert und dachte dann so, oh, die Sonne blendet aber ganz schön. Dann dachte ich so, nächste Assi, ich kann jetzt nicht hingehen und mir eine Courtesy verlangen. Und dann kam Lisa einfach vorbei mit dieser, wie letztens schon beschrieben, Courtesy Flag und hat mich hier geschützt. Und sich. Und Jule. Ah! Ich muss echt wieder mal unsere DIY-Reflektorbretter loben. Der Vorteil ist, dass sie eine flache und harte Oberfläche haben im Vergleich zu so Faltreflektoren, mit denen es echt sehr, sehr schwer ist zu zielen. Und wir haben die einfach auf irgendwelche, ich weiß gar nicht mehr was, das ist mal bei dem Dreh übrig geblieben, irgendwie so ähnlich wie Styrobretter, so ein bisschen dünner noch. Haben wir einfach verschiedene Folien uns geholt von einem Verleiher unseres Vertrauens. In dem Fall so eine Spiegelfolie, so wie die hier. Und auf der Rückseite ist einfach eine Pebblefolie, die ist ein bisschen weniger hart, ein bisschen softer in Anführungsstrichen. Und die haben wir einfach ganz pimmelig draufgeklebt. Also hier ist einfach Gaffer drumherum. Und hier haben wir noch so eine kleine Aufnahme gemacht für C-Stands und Co. Und das ist so geil, weil du kannst damit so schnell irgendwie eine Lichtsituation ändern. Und dafür ziemlich günstig. Wir haben die in verschiedenen Größen. Kann es wirklich nur empfehlen. Ich muss zu meiner Schande übrigens gestehen, dass wir es nicht geschafft haben, die zur Ziel gesetzte Spitze heute noch zu machen. Die Sonne kam raus, die hat den Job dann einfach übernommen. Damn you, Sonne. Was fehlt? Ist jetzt auf jeden Fall dafür, dass wir noch nicht mal 18 Uhr haben und abgedreht sind und schon gepackt eigentlich, außer die letzten zwei, drei Sachen. Ist ganz geil, könnte man meinen. Nee, ist eigentlich ganz geil, ohne meinen. Ja. Aber wir haben jetzt natürlich auch noch über eine Stunde Heimfahrt und drehen morgen natürlich direkt die nächste Nummer und übermorgen direkt die nächste Nummer. So richtig erholsam wird es also nicht, aber geil. Aber es macht es ja entspannter, wenn es heute dann nicht so lange geht. Boah, übel. Auf jeden. Deshalb. Sind wir gestern irgendwie um 12 oder so heute Nacht zu Hause waren und es heute Morgen direkt weiterging. Nach natürlich 11 Stunden Ruhezeit. Man muss halt einfach doppelt so schnell schlafen, dann schafft man es zwischen 1 Uhr nachts und 8 Uhr morgens 11 Stunden zu schlafen. Es sind nämlich 11 Stunden Schlafzeit. Und Lisa, wie war denn der Umstieg für dich von Schule auf Arbeit zurück? Ich muss ehrlich zugeben, es ist jedes Mal ein bisschen anstrengender, als man sich das vorstellt, weil gerade so kleine Handgriffe, die gehen innerhalb von ein paar Wochen wieder verloren, dieses Eingearbeitetsein. Natürlich weiß ich noch, wie ein Set funktioniert, aber ich finde, der Anfang ist schwieriger, als man sich das so vorstellt. Ich fand es gestern ganz besonders anstrengend, einfach körperlich, weil so der Tagesablauf in meinem Schulblock ist, ein ganz anderer ist.
Aber ich glaube, man kommt schnell wieder rein. Jetzt nach 2 Tagen ganz unterschiedliche Produktion bin ich, glaube ich, wieder gewappnet für die Super Steady. Okay, ohne zu sehr zu spoilern. Nachdem man jetzt die letzten 2 Tage mit uns am Set war, was erwartet einen morgen anders? Okay, morgen ist es so, wir waren... Okay, wenn ich jetzt die Attribute beschreibe der vergangenen 2 Tage, dann war es staubig, weitläufig, unberechenbar und fremde Produktion. Das morgen ist alles anders. Lasst euch überraschen. Nice. In diesem Sinne wünscht der aktuelle produktionelle Teil der Super Steady ein schönes Vlogende. Tschüss! 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 Tschüss, auch schön.